Hallo, mein Name ist Axel Kröschel. Wir sind heute in einer Forellenzuchtanlage in einem sogenannten Put and Take und wir werden heute versuchen, die Fische mittels der Fliege zu fangen. Vorweg sollte gesagt werden, die Fische, die sich in einem Put and Take Gewässer befinden, sind nicht sehr natürlich in ihrem Verhalten. Das heißt, ursprünglich ist die Forelle ein revierbildender Fisch und zieht auch eher alleine durch die Gewässer. Während wir hier in so einem großen Zuchtgewässer die Fische antreffen in einem kleinen Pulk, die auch immer mal hin und her schwimmen durch die ganze Gegend, das heißt also keinen festen Standplatz haben. Das heißt für uns, wir brauchen eigentlich nicht so eine Unterstände suchen, wie wir sie in den klassischen Gewässern haben, in Gumpen oder in überhängenden Teilen, wo die Bäume rüberstehen, sondern hier gucken wir eher, sind Einläufe vorhanden, wo geht das Wasser rein, wo geht das Wasser raus. Da finden wir sie hauptsächlich, wo also auch ein bisschen natürliche Nahrung vorkommt. Aber der Unterschied ist halt, also mal ganz klar zu sehen, die Fische in einem Put-and-Take-Gewässer werden halt gefüttert, oftmals mit Pellets, das ist so die Hauptnahrung, das sind so kleine Körnchen. Von den Insekten her, natürlich fressen sie die hier auch, sind aber nicht die Hauptnahrung. Für uns ist also entscheidend, wie können wir die Fische hier überlisten. Wir beobachten natürlich das Gewässer, was man immer machen sollte, wo die Fische stehen. Wir sehen heute hier am Gewässer die Fische sehr weit oben, das heißt viel Oberflächenaktivität. Also probieren wir es auch mit einer Fliege, die oben entweder auf dem Gewässer schwimmt oder nur leicht einsinkt, das heißt leicht absinkt. Die Fliegenfischer sagen dazu Emerger oder halt kleine Nassfliegen, die langsam untergehen. Das werden wir heute mal probieren. Zuallererst habe ich hier so ein kleines, ja, so eine Art Raupe. Wir haben hier gesehen am Gewässerrand, dass einige Insekten vorhanden sind, kleine Köcherfliegen und auch ein paar kleine Raupen. Das heißt, wir probieren das mal aus, werden die den Fischen präsentieren und mal sehen, ob wir einen überlisten können. Für das Fischen hier am Put and Take See benutze ich eine 4er oder 5er Rutenklasse. Das ist das Wurfgewicht, das heißt für mittlere Fische geeignet. Schwimmschnur ist perfekt dafür geeignet. Ja, Vorfach sollte ungefähr 2,50 bis 3,50 Meter lang sein. Von der Stärke her kann es recht dünn sein. Ich benutze hier ein 12er Vorfach in Fluorocarbon, heißt, kann sehr schlecht gesehen werden von den Fischen, weil es den gleichen Durchbrechungsfaktor hat wie das Wasser. Die Hakengröße von unserer Fliege ist ein 12er Haken. Ja, und dann wollen wir mal beginnen mit dem Werfen. Wichtig ist beim Drill, gerade mit sehr dünnen Vorfächern, dass man möglichst die Rute sehr, sehr hoch hält. Umso weniger Last liegt auf dem Fisch. Je weiter ich mit der Rute runtergehe jetzt zum Fisch, umso weniger kann die Rute arbeiten, umso weniger federt sie, umso mehr Last liegt auf dem Fisch. Das heißt, ein Vorfachbruch oder das Ausschlitzen des Hakens ist dann viel schneller geschehen. Ja, unsere erste ist schon mal ganz gut vom Format. Sieht sehr gesund aus und sehr lecker. Danach versucht Axel sein Glück auf Lachsforellen. Um den Jagdtrieb der Fische zu wecken, strippt er die Fliege noch schneller ein als sonst. Außerdem schlägt er mit der Rute leicht in die Schnur, damit der Köder zusätzlich hüpft. Normalerweise stehen die Fische am Einlauf, doch dort ist nichts los und so wechselt Axel den Platz.
So, war ein kleines Minis-Thema. Werden wir also jetzt austauschen gegen ein etwas schwereres Modell. Da unsere Forellen weiter unten tätig sind. Sehr attraktiv für Lachsforellen ist die klassische Montana zum Beispiel. Das heißt, das ist eine Imitation einer Steinfliegenlarve. Und die gibt es halt in unterschiedlichen Gewichten. Ich nehme mal eine, die ein bisschen schneller absinkt, das heißt mit einem schweren Köpfchen vorne. Schwarz ist gut bei dem Wetter, das heißt, das sehen Sie sehr gut, gegen den Horizont. Den Widerhaken drücke ich an, den brauchen wir nicht wirklich als Fliegenfischer. Die Fische gehen uns trotzdem nicht verloren. Ja. Die wird jetzt relativ weit unten über Grund geführt, durch das Gewicht sackt sie schnell ab. Was bei den Lachsforellen hier im Put-and-Take-Teich ganz gut ist, wenn ich die relativ schnell ins Wasser bringe, das heißt also richtig mit ein bisschen Schwung, gibt es natürlich ein schönes Geräusch und das Wasser spritzt etwas. Das finden die sehr interessant und man kann es richtig sehen, die Fische kommen dann im Moment angeschossen, gucken, was ist da passiert. Dann lassen wir die Fliege etwas absinken und dann beginnen wir sie über Grund halt schnell einzustrippen. Obwohl das atypisch ist für dieses Insekt, das ist eine Insektenlarve, die ja eigentlich nur langsam sich bewegt. Aber bei den Lachsforellen spielt halt die Bewegung eine Rolle. Machen wir daraus mal eine schnelle Fliege. Wichtig ist beim Hakenschärfen nur immer diese Richtung. Niemals so runter, sonst macht man wieder stumpf. Immer nur praktisch nach vorn schärfen, zur Spitze hin. Warum ist das Schärfen so wichtig? Damit gerade bei den Lachsforellen, die ein sehr hartes Maul haben vorne, sehr viel Horn drin haben, damit er sehr schnell einbringen kann. Denn gerade auch, wir haben es gerade gesehen, wenn der Anhieb schnell kommen soll und das harte Maul vorne nur ganz kurz dran ist, dass er wirklich gleich vorne festfassen kann, dass er nicht abrutschen kann. Ansonsten rutscht halt einfach nur raus. Das ist meistens der Grund dafür, wenn man den Fisch erst am Haken hat. Und plötzlich verliert man ihn, obwohl der Haken praktisch ja, noch an der Schnur dran ist. Einfach wieder rausgekommen, weil er nicht tief scharf genug war, nicht tief genug eindringen konnte. Aber der ist jetzt hier, wenn man einen Test macht über den Fingernagel, wenn er nicht drüber lang rutscht, dann ist er scharf genug.
So, mal gucken, was er auf die Waage bringt. Ups, das ist mehr als 4 Kilo. Die Waage geht nur bis 4 Kilo. Zack. War zu schwer für die Waage. War ein schöner Abschluss für den Tag heute. Am 3. Mal hat es dann richtig geklappt.